Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte von natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat den nächsten souveränen, Pflichtsieg will ich nicht sagen, aber den souveränen Dreier eingefahren. Ein 3-0 am Ende gegen die Admira. Der vierte Pflichtspielsieg am Stück, der glaube ich achte Sieg in den letzten 9 Partien insgesamt. Und man hat weiterhin nicht nur Kontakt mit der Tabellenspitze, nein, man hat auch immer noch die beste Defensive der gesamten Bundesliga. Und das ist glaube ich in einer Liga mit Salzburg und dem LASK doch ganz erwähnenswert auch an der Stelle. Plus, auch Ilza wurde jetzt mal gelobt, auch von offizieller Seite. Der wurde, glaube ich, von Sky zum Trainer des Monats auch gewählt. Also, im Moment läuft eigentlich so ziemlich alles beim SK Sturm. Und auch gegen die Admira war es letzten Endes doch eine deutliche Geschichte, obwohl man schon seine Probleme hatte in einzelnen Phasen. Aber gut, wo gibt es das so gut wie nicht? Also gehen wir das Ganze mal chronologisch durch. Sturm gestartet, wie ich finde, wie die Feuerwehr, die ersten 10 Minuten bombenstark, ein gefühltes halbes Dutzend an Tormöglichkeiten, die aber leider allesamt nicht den Weg in den Kasten der Admiraner fanden. Erste Chance nach einem Zuspiel von Dante, von knapp erhöhter Mittellinie, in den Lauf von Stefan Hierländer, die Admira-Defensive im Verbund, so ein bisschen unsicher, und Hierländers Abschluss leider dann doch knapp am Admira-Kasten vorbei. Die zweite Chance wenig später, Janscher über links, hat von halb links in die Möglichkeit, sein Abschluss aus Spitzenwinkel schwierig, trotzdem gefährlich für Leitner im Admira-Kasten und leider kein Schwarz-Weißer, der abstauben hätte können an der Stelle. Die dritte Möglichkeit dann nach einer Standardsituation, wieder Janscher mit beteiligt, sein Freistoß von halblinker Seite im 16er wird per Kopf verlängert, ich glaube es war von Wütrich. Auf jeden Fall hat er dann vor den Füßen von Otagi Taischwili, der legt nochmal ab für Innenverteidiger David Nemeth und sein Schuss klatscht dann vom Pfosten ins Out. Das ist die dickste Möglichkeit zu dem Zeitpunkt für den SK Sturm und ja, zu dem Zeitpunkt eben auch noch keine 10 Minuten gespielt. Also gut begonnen, aber dann leider auch stark nachgelassen. Nach gut 10 Minuten Leerlauf von beiden Seiten kam die Admira nämlich schon langsam rein. Nach einem Ausrutscher von Nemeth im Zweikampf ist es Bräunig, der von halb links knapp am Tor von Siebenhandel verzieht. Sturm zwar im Gegenzug nochmal mit der vermeintlichen Antwort über Janscher, der kommt auf halb rechts zum Abschluss, sein Schuss auch ganz knapp vorbei am Admira-Kasten. Und dann aber beginnen die Südstädter sich doch in das Spiel reinzuarbeiten und kommen auch zu dickeren Möglichkeiten. Zweimal sind sie allein vom Tor, mehr oder weniger. Beim ersten Mal ist es Erwin Hoffer, der geschickt wird. Sturm in der Phase sowieso im Spielaufbau ein bisschen behäbig, beziehungsweise ein bisschen schwierig das Ganze zu meistern, kann auch daran natürlich gelegen haben, dass die Admiraner einfach sich besser auf den Gegner eingestellt haben. Aber auf jeden Fall Erwin Hoffer allein vor Siebenhandel will nochmal ablegen, aber da kann Dante in letzter Minute noch klären. Und die zweite Aktion sogar noch gefährlicher, ich glaube, da hat Sturm selber den Ball im Spielaufbau verloren. Hierländer war es, glaube ich, auf jeden Fall landet der Ball dann auch per perfekten Zuspiel, muss man sagen, im Lauf von Hausjell. Der scheitert dann aber alleinstehend auch vor Siebenhandel. Und ja, zu dem Zeitpunkt musste man sich mit dem 0:0 wirklich aus Sturmsicht schon zufrieden geben. Knapp vor der Pause wurde es dann nochmal ein bisschen interessanter. Zunächst gab es eben genau diesen Janscher-Abschluss. Der war, glaube ich, nach den beiden Aktionen. Aber die entscheidende Aktion, die war sowieso knapp vor dem Seitenwechsel wirklich. Halblinke Seite, Janscher spielt ab auf Otagi Taischwili, der mit dem perfekt getimten Zuspiel auf Jon Gorenz Stankovic, der setzt sich gegen zwei Admiraner da durch im Zweikampf und netzt dann ein. Super getimt das Ganze, vor allem Taischwili wieder mit seinen Zauberfüßchen. Man ist es ja schon gewohnt von ihm. Und das zweite Saisontor von Jon Gorenz Stankovic, das beschert Sturm dann doch die etwas fast unerwartete Pausenführung eben knapp vom Seitenwechsel. Sturm aber im zweiten Durchgang verbessert. Man geht wieder entschlossener in die zweite Hälfte rein. Das hat man auch gleich mal gemerkt von den Abschlüssen. Also da gab es durch Friesenwichler und ich glaube eben Gorenz Stankovic zwei ganz gute Möglichkeiten, die man relativ leichtfertig vergeben hat. Und in weiterer Folge kam von der Admira auch das wichtig an der Stelle nicht viel. Aber eben, wie ich finde, weil Sturm das Ganze dann wieder besser im Griff hatte. Der Lohn dafür nach einer guten Stunde, Otagi Taischwili
mit dem Angriff. Rundherum wuseln die Mitspieler aus und auf jeden Fall dann das Zuspiel perfekt getimt natürlich von Kitaishvili auf Kevin Friesenwichler. Der lässt nochmal verzögert einen Gegenspieler aussteigen und dann haut er den Ball mit links ins lange Eck, knapp vom 16er war es, glaube ich. Und er trifft zum 2:0 für den SK Sturm. Super Abschluss, super Aktion. Die Admira bekommt die Räume nicht zu. Und wenn Sturm es schnell macht, ja, dann sind sie für jede Mannschaft in der gesamten Bundesliga eine Gefahr. Auch an der Stelle hat man das wieder gesehen mit dem 2:0. Auch gefühlt das Ganze ja, mehr oder weniger gegessen. Danach weiterhin Sturm mit gemächlichen, aber doch auch regelmäßigen Druck. Nach einer Standardsituation, die sowieso auch immer wieder zwischendrin mal gefährlich ist, es letzten Endes Wüthrich, der auch schon das 3:0 hätte machen können. Aber trotzdem, ja, geht im Grunde von der Admira nichts mehr und von Sturm nur mehr die Frage, wann der dritte Treffer fällt. Der nächste Abschluss dann von Barley nach, ich glaube, 77 Minuten knapp. Der wurde auch in weiterer Folge eingewechselt, eben in dieser Partie. Und ja, dann eben auch noch eine gar nicht mal so uninteressante Schlussphase, beziehungsweise die Schlussminuten. Zunächst die Admira mit zwei Abschlüssen, der erste Schuss aus der Distanz, wo Siebenhandel super parieren kann und den Ball knapp über die Latte lenkt. Und ich glaube, die Ecke war sogar danach dann noch ein Kopfball, wo die Admiraner auch ja fast das Anschlusstor erzielt hätten. Siebenhandel aber wieder bärenstark hält den Ball vor der Linie und ja, den Schlusspunkt, den setzt dann aber trotzdem Sturm, also wie schon zum Ende der ersten Halbzeit, auch in der zweiten, wieder mal eine Standardsituation, Freistoß von Stefan Hierländer in den 16er der Admira, danach gibt es ein bisschen Slapstick, zwei Admiraner schießen sich gegenseitig so irgendwie den Ball an, der springt dann nochmal an die Latte, springt von dieser wieder zurück und dann Gregory Wüthrich, der verbiegt sich im Stile von Zlatan Ibrahimovic und trifft zum 3:0 in Minute 93. Also das der krönende Schlusspunkt. Auch der großgewachsene Schweizer Defensivmann darf sich über sein erstes Saisontor freuen. Und ja, das ist eben ein wunderbarer Schlusspunkt. Wenn es läuft, dann gehen auch solche Dinge rein. So kann man das Ganze, glaube ich, ganz gut beziffern. Und ja, man muss da wirklich sagen, die Blackies hatten ihre Probleme, aber letzten Endes ganz souveräner Einsatz, ganz souveräne Leistung. Und ja, es macht einfach Spaß im Moment. Die Mannschaft wirkt wirklich wie eine Einheit. Man hat das Gefühl, der eine kämpft für den anderen. Das hat man eben, wie gesagt, auch in der Vergangenheit nicht immer gehabt. Aber ja, wenn das so weitergeht, dann glaube ich, kann man sich im schwarz-weißen Lager auf jeden Fall auf eine doch ganz erfolgreiche Zukunft einstellen. Also, ja, von dem her, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne, wie immer, in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ.TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen, sauber Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.